Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Heute spielen wir die Map White Moab auf schwer. Wir kriegen 600 dafür, wenn wir es schaffen. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir es schaffen, würde ich sagen. Wir setzen den hier hin. Oder nee, Blödsinn. Wir setzen den hier hin, so. Und los geht's. Runde 1 von 85. Wäre doch gelacht, wenn wir den Bloons nicht in den Hintern schießen. Runde 3. Gleich einmal das Upgrade hier. Was wir dringend brauchen. Soll ich die durchlassen oder nicht, ha, Leute? Sollen wir Spikes hin oder nicht? Es kostet 30 Eier. Ich mach's mal, weil ich will nicht, dass die durchgehen. Jetzt können wir uns den hier leisten. Und los geht's, Runde 4. Sammeln wir wieder Kohle für die Bananenfarm, dass wir ordentlich Moos kriegen. Und Runde 5. Als Anfangstower ist der Ingenieur irrsinnig praktisch, weil er trifft einige und mit diesen Towern ist er, ich will nicht sagen OP, aber er haut ordentlich rein. Also als Anfangstower absolut top. Wir sind in Runde 7. Runde 8. Und Runde 9. Oh, die wollen doch hier nicht durch etwa, die Säcke, die. Da wieder Spikes hin. Und die Bananenfarm können wir uns nicht leisten, scheiße. Ja, weil ich zweimal Spikes kaufen musste, darum, aber ist nicht so schlimm, wir werden es überleben. Hier pflanzen wir die Bananenbienen. Runde 11. Erstes Upgrade haben wir von der Bananenfarm. Wir brauchen diesen Spike Tower. Die werden hier nämlich unverschämt, die Bloons. Ja, ich kann man uns leisten. Runde 13.
Und wir haben ihn. Den setzen wir. Setzen wir ihn hier hin. Kann am Anfang auch gleich ein bisschen Schaden machen, dass nicht mal so viele durchkommen. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Runde 14. Und Runde 15. Ja, der ist nicht so schlecht am Anfang, der Spike Tower. Besonders am Ende macht er natürlich seine Spikes hier. Sehr positiv. Als nächstes werden wir den hier upgraden. Wir brauchen Moos. Können wir uns leisten. Nice one. Runde 18. Und Runde 19. Runde 20 und eine zweite Bananenfarm ist incoming. Zack. Auch gleich das erste Update dabei. Runde 20. Ja, es läuft, es läuft. Wir mussten zweimal Spikes am Anfang kaufen, aber ja, das ist ja überhaupt keine Tragik. Runde 22. Runde 23. Können wir den hier updaten? Und als nächstes müssen wir das hier updaten. Die Spike Factory, damit ein bisschen mehr Power zusammenkommt wegen den Stahlbloons, die jetzt gleich ankommen werden. Runde 25. Und Runde 26. So, für die Stahlbloons sind wir jetzt gerüstet. Jetzt brauchen wir nur mehr ein bisschen eine erhöhte Produktion der Spikes und dann passt es. Runde 27. So, jetzt haben wir zweimal erhöhte Produktion, das reicht mal vorerst. Runde 28 haben wir. Und Runde 29. Runde 30, wieder Stahlbloons. Die sind aber überhaupt kein Problem für unsere Spike Factory, den Killer Tower. Runde 31.
Und Runde 32. Oh, das nächste Upgrade für mehr Bananen. Runde 33, ein paar Camouflags kommen. Das soll überhaupt kein Problem sein. Runde 34. Als nächstes bauen wir die zweite Bananenfarm. Oder die erste, wie man sieht, wieder aus, damit die noch mehr ausspuckt hier. Wir brauchen Kohle. Noch mehr Bananas, dass wir ordentlich Moos kriegen. Runde 35. Und Runde 36. Runde 37. Es geht vorwärts. Die Bananenfarm wieder updaten. Dass die mehr Kohle einbringt. Hammer, nice. Und Runde 38. Wow, 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 wow. Da kommt ein bisschen viel, da müssen wir was nachbessern. Da geht einiges durch, das ist ganz schlecht. Jetzt haben wir ein bisschen in die Fresse gekriegt. Da habe ich nicht wirklich aufgepasst. Aber wir haben doch noch einiges ausgehalten. Allerdings, das hat Kohle gekostet. Das hat Kohle gekostet, Leute. Da müssen wir jetzt wirklich was machen. Ich überlege gerade was. Am besten hier den updaten. Ja, wie können wir uns das Update leisten? So, dass hier mehr größere Spikes sind. Das sollte doch helfen. Ja, gegen Keramikdinger und so, gegen Stahlblons, perfekt. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.